grüß euch, servus. Heute geht's weiter mit dem Projekt Frontkraftheber bzw. der Hydraulik. Heute möchte ich die Halterung für die Joysticks bauen. Ja, ihr habt mir viele Hinweise gegeben, viele Tipps. Und jetzt schaue ich mal, dass ich die irgendwie einbauen kann. Ein bisschen eine Idee habe ich schon. Schauen wir mal, ob das Ganze so hinhaut. Ich müsste jetzt hier den Abstand ermitteln, wie weit die nebeneinander stehen dürfen. Sowohl so, als auch wenn ich mich hierfür entscheide, so. Der Enno von Mr. Moto, danke nochmal, hat mir den Hinweis gegeben. Also er hat vor kurzem auch so Joysticks eingebaut. Und der hat mir das ausgemessen und hat gesagt, 6 cm geht der von der Mitte rüber in alle Richtungen. Also in 6 cm bewegt sich der. Das ist insofern hilfreich für mich, weil ich jetzt diesen Abstand dann ermitteln kann. Und den messen wir jetzt einfach mal aus. Wenn ich jetzt hier unten, sage ich mal, auf 20 cm Abstand, also von links außen nach rechts außen, von hier nach hier 20 cm Abstand halte und nimm die jetzt mittig, natürlich jetzt ein bisschen wackelig, so ganz so hundertprozentig geht das nicht, aber so ungefähr, und gehe dann meine 6 cm rüber, dann passt der Abstand immer noch. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dass ich die Joysticks so umdrehe, also ich weiß es immer noch nicht, ganz hundertprozentig, nehme ich auch wieder den Abstand von, Abstand ist es nicht, Abstand ist ja eigentlich so 8 cm rum, 20, schauen wir mal, wie viel Abstand wir genau haben, 8 cm. Wenn ich es jetzt hier so ungefähr mache und messe mir hier das ungefähr aus, und gehe jetzt 6 cm vor, dann stößt der zumindest nicht an. So in der Theorie. Ich nehme jetzt den Abstand her. Ich baue mir jetzt hier ein Gestell. Ich habe hier einen Vierkantstahl, der war jetzt ein bisschen schwieriger zu bekommen. Das Besondere an dem Vierkantstahl, das hat 70er Maß, also 70 x 70. Hat aber eine Wandstärke von 2 mm. Und genau in diesen passt der Joystick rein. Und der sitzt hier ganz gut drin und kann dann hier mit den zwei Schrauben befestigt werden. Das ist das Schöne an dem. Also, dass er hier richtig schön drin sitzt. Normal haben die 3 mm Wandstärke. Mit 3 mm komme ich allerdings nicht hin. Ich habe hier ein Maß von 65 mm. Und ja, wenn ich halt 70er Maß nehme und ziehe 4 mm ab, Wandstärke ab, dann bin ich bei 66 mm und da passt der Joystick genau rein. Da haben wir einen Millimeter Spiel, das ist in Ordnung. Hätte ich einen 3 mm Wandstärke, wäre es ein Millimeter zu wenig, das passt nicht. Also, immer das her, ich kann die Joysticks schön einbauen. Ich muss jetzt bloß eben den passenden Abstand ermitteln, was jetzt eben ein bisschen schwierig ist. Da muss man halt selber schauen, wie man es jetzt einbaut. Und dann kann ich die schon mal verbauen, die zwei. Ich schneide mir jetzt dazu hier zwei so Teile ab. Also wie lang das ist, halt wie weit der hier reinkommt. Zwei so Teile. Also hier ungefähr und das nächste hier.
So schaut das Ganze fertig aus. Beziehungsweise, jetzt könnt ihr es euch vielleicht ein bisschen besser vorstellen. So habe ich das ungefähr vor, dass ich es zusammenbaue. Hier wird verschweißt und auf der anderen Seite natürlich auch. Der Hebel hier, der ist natürlich ein bisschen zu lang. Vielleicht setze ich mal den auch irgendwie noch anders hin. Der hat eine rastende Stellung, der schaltet die Heckenschere im Prinzip nur ein und aus, beziehungsweise Vorlauf und Rücklauf kann ich halt da vorwärts und rückwärts. Bei einer Heckenschere ist wurscht, die schneidet deswegen immer gleich. Aber die schaltet nur den Messerbalken ein und aus. Den Hebel kann ich mir noch kürzen. Das wäre jetzt kein Problem, den ein bisschen kürzer zu machen. Vielleicht lege ich meinen auch noch um, sodass er hier nach vorne schaut. Dann kann ich ihn hier runterdrücken und hochdrücken, je nachdem, wie ich ihn brauche. Aber so in etwa werde ich den hier einbauen. Dann habe ich hier eine komplette Einheit. Jetzt setze ich hier mal Schweißnähte hin. Den mache ich natürlich dann noch weiter runter. Oder machen wir den so hoch? Oder schneide ich ihn sogar ab? Weil der hier ist ein bisschen länger von der Höhe her. Den kann man hier mit den zwei Schrauben, hier kann man Schrauben durchtun und kann es dann auch hier verschrauben. Genauso hier die Bohrungen. Also verschraubt werden die Joysticks mit den Löchern hier. Und der wird verschraubt mit diesen Bohrungen hier. Das heißt, ich kann die da schön reinbauen. Den hier könnte ich natürlich auch jetzt weiter höher setzen. So in etwa hoch. Und könnte den Hebel nach vorne machen. Zumindest kann ich ihn einseitig nach oben einschalten. Nach unten würde es nicht mehr gehen, da müsste ich hier einen Ausschnitt machen. Wäre theoretisch aber auch machbar, dass ich sage, ich zeige es euch mal, dass ich den jetzt so einbaue und mache hier so einen kleinen Ausschnitt rein. Dann kann ich den Hebel auch schalten, dann schaut der zumindest nach vorn und wird den Joystick, also die Joysticks nicht behindern. Nachteil ist, die sind ja direkt beim Einstieg verbaut. Ja, so einfach reinkommen ist halt dann nicht mehr. Ja, jetzt setze ich die mal hier auf gleiche Höhe hin. Ich denke, das macht am meisten Sinn. So, dann setze ich mal hier zwei Schweißpunkte hin. Mittlerweile ist es abgekühlt. Ich erkläre euch jetzt mal schnell, wie es weitergeht. Also ich habe es jetzt schon mal getestet. Ich baue das Ganze jetzt so ein. Und der kommt hier hin. Der hier, den lasse ich nicht so lang. Ich werde mir hier einen neuen Hebel bauen. Ich werde den einmal ein bisschen hoch und drüber, dann kann ich den, vielleicht versteht es einigermaßen, also so ein L raus, dann kann ich den hier so schalten. Ich denke mal, die Kraft sollte, also ich sollte die Kraft dann haben, dass ich den dann betätigen kann. Die zwei Joysticks sind klar, den lege ich dann so ein. Ich denke mal, das passt. Die Speere versuche ich mal hier auf die Seite zu legen, auf die linke Seite von den Joysticks. Das ist jetzt ganz gut gewesen, dass ich mal hier so einen 80er Vierkantstahl eingebaut habe und hier einen 70er Vierkantstahl und das hier so verschweißt habe. Das war wieder so eine glückliche Fügung. Geplant habe ich es nicht, aber ich mache das ja mit den Schrauben hier fest. Jetzt kann ich die Schrauben hier genau durchsetzen.
ohne dass ich am Kotflügel hier anschaue. Also ich baue das Ganze rechts von mir, wenn ich hier so sitze, rechts von mir ein, dann habe ich im Traktor beide, also am rechten Kotflügel, beide schön zum Betätigen. Die passen auch, das heißt, ich bohre mir jetzt hier die Löcher, hier schweiße ich mir wahrscheinlich eine Mutter an, da muss ich nicht einmal mehr auf die Seite, wenn ich den Kotflügel ausbauen muss. Also ich werde mir hier was anschweißen. Das ist optimal jetzt, so gefällt mir das Ganze. Wie ich mal den Hebel dann umbaue, das muss ich auch schauen. Ist in erster Linie. Aber verschrauben wird so nicht gehen, oder? Ich kann ja den nicht verschrauben. Wie geht das verschrauben? Okay. Ich kann ja bloß so schrauben, aber hier so rein. Naja, gut. Ja, okay. Wenn ich ihn jetzt. Das ist mir gerade nicht eingefallen. Wenn ich ihn jetzt so reinsetze. Ach doch, natürlich. Ich habe ja hier auch Möglichkeiten zum Verschrauben. Dann sitzt er halt so drüben. Geht auch. Ich könnte natürlich auch jetzt so drehen. Dann betätige ich den Hebel hier nach unten und oben. Ja. Dann ist allerdings mir hinten wieder im Weg. Wie weit haben wir denn da? Die Schrauben sind übrigens nicht beilegend, die muss man selber kaufen. Also nur zur Info. Ja. Dann könnte ich es gleich mit dem Kotflügel verschrauben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wenn ich den hier mit so einbaue, dann wird es gleich mit den Kotflügeln verschraubt. Andere. Passen die? Ja, verschwinden beide. So mache ich es, glaube ich. Ja, so gefällt mir das. Ihr seht es ja dann. Ich bastle jetzt einfach mal. 1,3. Dann nehmen wir hier auch gleich die 1,3. Die nächste Bohrung ist bei 3,5 weg von dem Loch. Bohrung ist 9 mm, da habe ich jetzt natürlich kein Bohrfeder da. 9 mm, ich bohre halt 8 oder so. Was habe ich denn alles da? Also, Bohrungen sind drin. Auf der Rückseite habe ich jetzt Muttern angeschweißt, damit es mir möglich ist, den Joystick von vorne einfach nur festzuschrauben. Das heißt, ich müsste gar nicht mehr die Halterung selbst wegschrauben, sondern einfach nur vorne die Schrauben lose, weil hinten komme ich ja später nicht mehr hin. Das passt auch schön, weil ich hier genug Platz habe. Jetzt nehme ich mir den Abstand, also jetzt muss ich hier das nur irgendwie reintun. Das ist ja dieser eine Hebel.
den brauche ich unbedingt, der schaltet mir die Heckenschere ein-aus. Also den Mähbalken, den Messerbalken. Ich muss mir jetzt hier das Maß ausmessen, dann kommt der ungefähr so rein. Ich denke, das passt. Dann komme ich nämlich gleichzeitig hier hin an diese Schrauben hier, um den Bautenzug einzuhängen. Dann muss ich den zumindest nicht ausbauen. Ja, schauen wir mal. So mache ich es jetzt erst einmal. Zum Ausmessen von der Bohrung lege ich es mir jetzt so an, dass ich hier die Löcher sehe. Dann kann ich mal hier einen Strich machen von der Bohrung. Dann schiebe ich es runter und kann mal hier einen Strich machen. Okay. Gut, ich hoffe, die Bohrungen passen. Ich hoffe. Werden wir gleich sehen, ob das Ausmessen so einigermaßen in Ordnung ist. Bohrschablone wäre nicht schlecht, aber da war keine dabei. Mit so einer Bohrschablone geht es natürlich einfacher. Gut, richtig gebohrt. Jetzt kann ich das hier mit festschrauben. Ja, das soll es wieder gewesen sein. Das war jetzt die Halterung für einen Joystick. Ich mache jetzt erst einmal Feierabend für heute. Bin ja froh, dass ich das jetzt mal so weit habe, dass mir was eingefallen ist. Lass mir jetzt noch gleichzeitig was einfallen, wie man dann den Hebel nach außen legt, dass man hier schön einschalten kann. Und werde das Ganze dann grundieren. Das Ganze wird dann auch rot gestrichen, wie in Traktorfarbe, also wie die Lackierung vom Traktor. Ich glaube, das macht dann schon was her. Jetzt schauen wir uns nochmal schnell die Joystick-Steuerung an. Ich habe ja folgendes Problem, wenn jetzt der Joystick in der aktuellen Situation, wie es jetzt gerade gebaut ist. Jetzt schauen wir uns nochmal schnell die Joystick-Steuerung an. Ich habe ja folgendes Problem, wenn ich das in Fahrtrichtung links haben will, den Hebel. Also aktuell ist er so rum. Der Joystick schaut so aus bei mir. Das heißt, der
Sperrmechanismus oder der Sperrschalter schaut bei mir in Richtung Traktor-Kotflügel. Da bringt er mir natürlich nichts. Jetzt muss ich das Ganze umdrehen. Ich kann aber jetzt nicht einfach hergehen und kann das hier um 180 Grad drehen, weil, jetzt tue ich mal den Faltenbalg hoch. Ihr seht, wie der Joystick hier aufgebaut ist. Also im Prinzip ein Stab, eine Gegenmutter, Beilagscheibe und dann dieses Dreieck mit den drei Aufnahmen für die Kugelköpfe. Wenn ich das jetzt hier so auf meiner Seite haben will, ich drehe es mal um, dann ist auf der Seite nichts. Ja. Das heißt, ich könnte auch nicht den Joystick jetzt, also wer jetzt auf die Idee kommt, das, man muss da genau nachdenken. Ich habe mal hier die Anleitung genommen, ich kann es jetzt auch nicht auf so einer anderen Seite einhängen, diese starre Kugel. Das ist eine starre Kugel, einfach nur als Halterung. Die ist fest. Die kann ich zwar hier lösen, um den Joystick auseinanderzubauen, aber sie ist grundsätzlich fest. Jetzt gibt es die Bewegung. Hier ein Bautenzug und hier eine Bohrung für einen Bautenzug. Und diese Kugel muss immer in das Loch da hinten, in diese Bohrung da hinten rein. Jetzt haben wir hier einen Bautenzug und hier bewege ich den Joystick jetzt vor und zurück. Bewegt sich dieser Bautenzug hoch und runter. Bewege ich den Joystick links und rechts, bewegt sich dieser Bautenzug. Um das jetzt hier, also das hier ist fest. Da kann ich nichts ändern an dem hier. Dieser Kopf, den kann ich nur an dieser Stelle einbauen. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Also muss ich diese Platte hier drehen. Und die Platte kann ich nur drehen, indem ich hier diese Verschraubung da oben löse, diese Gegenmutter, und dann einmal umdrehe. So, und so müssen wir jetzt schauen. So will ich den Joystick haben. Jetzt drehe ich die, tue das da hinten hin. Den Joystick richte ich mir jetzt halt einigermaßen gerade aus, so wie mir gefällt. Ich könnte ihn jetzt auch leicht schräg stellen, was aber natürlich keine Vorteile bringt. Und dann schraube ich hier wieder zu. Das nächste Mal denke ich mal, dass ich es bis dahin schon grundiert und lackiert habe. Und dann hoffe ich, dass wir das Ganze schon mal einbauen können. Soweit die Halterung. Wenn mir bis dahin nicht was anderes einfällt noch, was wir dazu bauen. Könnte nämlich auch vorkommen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, bitte Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's es gut. Ciao.